Ja, was wir jetzt machen, ist die Bechamelsoße oder Mehlschwitze. Dazu machen wir die Platte hier richtig an. Wir wollen ungefähr, naja, halben bis dreiviertel Liter Soße erzeugen. Dazu geben wir ein ordentliches Stück Butter rein. Das wird dann schmelzen. Ich habe die Platte hier jetzt auf 7 stehen. Wir brauchen also diese Mehlschwitze, Bechamelsoße beginnt immer mit Butter oder Fett. Wir lassen das hier schön schmelzen. Und worauf es ankommt, ist, jetzt kommt da gleich ein bisschen Mehl dazu und dann wird das Ganze mit der Milch oder man kann das natürlich auch als Gemüsesoße nachher machen, wenn man mal Gemüse zubereitet. Dann wird es mit dem Saft vom gekochten Gemüse gemacht. Aber es kommt dann darauf an, die Flüssigkeit nur ganz, ganz langsam zuzugeben. So, wir schalten das Ganze hier jetzt auf 5. Wir wollen ja hier nichts verbrennen. So. Jetzt streuen wir hier ein bisschen Mehl rein. Es muss gleich ein schöner Teigklumpen werden. So, ein bisschen Mehl darf noch rein. Das ist noch zu flüssig. Muss also wirklich so ein bisschen tricksen hier, dass das wirklich so ein trockener, fast schon Mürbeteig von der Art her ist. So wie wir es jetzt hier haben, ist es richtig. So ein Teigklumpen. So, daraus wird jetzt eine Soße ohne Klümpchen. Und indem man jetzt ein bisschen Flüssigkeit dazu gibt und darauf achtet, dass die Temperatur der Platte so hoch ist, dass das Ganze auch schön heiß ist. Man sieht, es zischt und kocht ein bisschen und dann in ganz kleinen Portionen mit Geduld einrühren. Die Milch kommt leicht ins Kochen, es dampft ordentlich und auf den ersten Blick ist eigentlich nichts passiert. Aber wir sehen, es wird der Teig wird weicher. So, wieder ein ganz kleiner Schuss Milch dazu. Immer ein bisschen warten, dass die Milch auch warm wird, damit man die schön einrühren kann. Und die ganze Sache zu einer homogenen Masse wird. Darauf kommt es an. Homogen, das ist das Stichwort hier. Und Geduld. Man sieht, der Teig wird ein bisschen weicher. Immer wieder schön rühren. Ich habe das Ganze jetzt hier nur noch mal so. Mein Herd steht jetzt auf Stufe 5. Dann dauert das zwar einen kleinen Tick länger, bis die Milch wieder warm wird, wenn ich sie hier reingieße. Aber ich laufe nicht Gefahr, dass mir die ganze Sache anfängt anzubrennen. Das ist nämlich auch ganz leicht zu hier bei dieser Angelegenheit. So, und immer wieder rühren, 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 schön unterrühren. Mal wieder ein bisschen hier von der Seite mitnehmen, gucken und auch ein bisschen Schwung geben. So, jetzt nimmt das schon ein Aussehen und eine Konsistenz von etwas festerem Kartoffel. Püree an, wieder einen kleinen Schuss. Ihr seht das, das sind immer nur ein paar Esslöffel auf einmal. Wenn man zu ungeduldig wird und an dieser Stelle zu viel eingibt, dann hat man schon verloren. Dann gibt das Klümpchen und die kriegt man auch mit einem schnell drehenden Pürierstab nicht wieder ordentlich hin. Hier heißt es wirklich, in der Ruhe liegt die Kraft. Schön langsam. Und
Jetzt wird es auch schon ein bisschen cremig. Schön die Ecken mitnehmen, keine Klumpen erzeugen. Ja, jetzt sieht man das. Jetzt wird es auch ein bisschen körperlicher Einsatz hier. So. Und wieder einen kleinen Schuss Milch. Jetzt, wenn es nicht sofort runtergezogen wird, darf man nicht die Geduld verlieren, sondern immer schön langsam weiterrühren. Langsam weiterrühren. Der Teig muss die Milch aufnehmen und so wird die Viskosität von dem Teig immer kleiner, das heißt, er wird immer flüssiger. Aber wir achten darauf, dass er schön gleichmäßig bleibt. Und vor der nächsten Zugabe der Milch rühren wir ordentlich kräftig durch. Dann ist er auch schon, ja, man sieht, geschmeidig, keine Klumpen drin. So soll es sein. Und wieder ein kleines bisschen Milch dazu. Ich habe das jetzt hier wirklich auf so einer niedrigen Temperaturstufe gemacht, damit man auch schön sehen kann, wie das geht. Das Ganze hier nicht in einer Dampfwolke untergeht. Und man kann das ein bisschen heißer machen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Aber, wie gesagt, man läuft dann auch Gefahr, dass das anbrennt. Und das ist jetzt für den Geschmack der ganzen Angelegenheit nicht so wirklich gut, wenn man hier ein bisschen verkokelte Biomasse mit drin hat. Ja, guck mal hier, das Ganze wird schon schön sämig. Jetzt kann man hier ein bisschen Milch reingeben und jetzt auch ein bisschen zügiger. Jetzt haben wir den Punkt eigentlich schon erreicht, wo man nicht mehr damit rechnen muss, dass das Ganze noch doll klumpt. Wir wechseln jetzt, einfach damit die hier am Kochlöffel klebenden Teile nicht reingeraten, über zum Schneebesen und dann kann man hier wunderbar jetzt auch in größeren Portionen die Milch zugeben. Nebenbei überzieht man hier den Herd mit einem leichten Milchfilm, den man nachher mühselig wieder abwischen muss. Aber wie ihr seht, das Ganze ist jetzt eine schöne gleichmäßige Flüssigkeit. Jetzt stellen wir die Temperatur mal auf 7. Das Ganze wollen wir ja auch noch mal zum Kochen bringen. Und dann tun wir ein bisschen die Gewürze rein. Also in jedem Falle ordentlich Salz. Teelöffel hier auf diese Menge. Gestrichener Teelöffel selbstverständlich. Dann, je nach eigenem Geschmack, und man kennt ja meistens seine Gäste auch, wie deren Vorliebe für Pfeffer ist, entsprechende Menge Pfeffer. Wir rühren das Ganze um. Und keine Angst, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das Ganze ist schon eine relativ dünne Suppe geworden, das dickt alles noch ein bisschen ein. Dann bereiten wir unsere Muskatnussreibe vor und reiben hier nochmal eine ordentliche Ladung Muskatnuss dazu. Auch das will vorsichtig dosiert sein. Das gibt da doch etliche Menschen, die das nicht so gerne mögen und nicht in solchen Mengen haben wollen. Aber es darf hier ruhig ein bisschen nach Muskatnuss riechen und man darf auch eine Idee davon bekommen, dass das da drin ist. Es soll nicht nach Muskaten schmecken, dann war es zu viel. So, hier unsere Bechamelsoße.